Sie haben beim Tischdecken zugeguckt, beim Einschenken des Wassers. Ja, wir haben jetzt die schöne Aufgabe, aber auch die schwierige, diese schöne Veranstaltung abzurunden inhaltlich. Mit so vielen Menschen auf dem Podium, das ist, wir müssen sich alle ganz schön disziplinieren. Na, machen Sie bestimmt, ne, Herr Hartung? Immer. Okay. Und zwar möchte ich gerne, das kommt gleich, ich bin da ordentlich. Ich möchte Sie trotzdem einstimmen, thematisch, weil wir haben jetzt ja sehr viele Vorträge gehört, sehr viele persönliche, sehr viele auf die Künstlernachlässe bezogen, aber eben auch die fachliche Seite. Und uns obliegt natürlich einerseits das auch nochmal abzurunden, da geht es nochmal um Bewertung, es geht um die Frage, wie wir das organisieren, die föderale Struktur, die Rolle des Bundes. Und dann sind wir bei der Politik und den politischen Forderungen. Und da wird es dann sicher auch noch mal ein bisschen knallig. Und da werden wir Sie irgendwann auch an Ihren Worten messen müssen. Jetzt stelle ich alle vor. Wobei, Herrn Zeidler muss ich eigentlich ja nicht mehr vorstellen. Den kennen Sie alle. Er war ja auch schon zu hören. Neben ihm ist Isabel Zacharias. Sie ist die Hochschul- und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Schön, dass Sie da sind. Corinna Thierolf sitzt neben ihr. Sie ist Hauptkonservatorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in der Pinakothek der Moderne und dort Referentin für die Kunst nach 45. Habe ich das richtig gesagt? Sehr schön. Eine Fachfrau, die uns auch zum Thema der Bewertung der Nachlässe sicher einiges sagen kann. Neben mir ist Stefanie Zoche, wieder aus dem Kreis der Künstler, die auch eine persönlich besondere Nachlasssituation hat, nämlich ihre langjährige Partnerin, mit der sie gemeinsam künstlerisch gearbeitet hat, Sabine Haubitz, deren Werke sie auch oder von der sie vier Werke in diesem einen Raum auch sehen können, die 2014 verstorben ist. Sie führt das Werk in ihrem Namen weiter, doch das gemeinsame Werk. Das ist auch wieder eine individuelle Nachlasssituation, die wir so noch nicht hatten. Und aus dieser Perspektive werden Sie sicherlich auch, was Bewertungen, was Sortieren angeht, noch mal etwas sagen können. Professor Michael Piazzolo für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Jurist, eigentlich von Hause aus. Auch von Ihnen werden wir politische Aussagen erwarten und hoffentlich Unterstützung. Ich muss nun dazu sagen, da Sie damit die Reihe der Politiker hier schon wieder beenden, von der Landesregierung ist keiner da. Ist schon gefragt worden von Klaus von Gaffron, sehr intensiv, leider ohne Erfolg. Und auch Hannes Hartung hat versucht, da noch jemanden zu bewegen, aber auch leider ohne Erfolg. Hannes Hartung muss ich jetzt auch nicht mehr vorstellen. Sie haben ihn eben schon gehört. Gut, was am Ende bleibt, die große Frage ist, wie wird bewertet, was wird weggetan? Ich würde diesen Themenkreis gerne noch mal hier einmal abrunden und gerne jemanden hören, den wir noch nicht gehört haben, nämlich Stefanie Zoche. Wie haben Sie das gemacht? Und Sie müssen nun ein Doppelwerk verwalten. Klingt komisch für einen Künstler, nicht? Aber Sie müssen das ja auch wieder abrunden. Wie machen Sie es? Ja, also da ist, möchte ich zuerst mal sagen, dass das Werk von Sabine Haubitz, was sie alleine gemacht hat, erstreckt sich über einen relativ überschaubaren Zeitraum. Sie hat ungefähr 5-6 Jahre nach der Akademie alleine gearbeitet. Da war diese Arbeiten, die hier vorne sehen, aus dem Projekt Zwischenraum auch so ein bisschen so ein Höhepunkt, was auch, da hat sie auch ein Förderstipendium von der Stadt bekommen, um das realisieren zu können. Ich empfinde das nicht direkt als einen künstlerischen Nachlass, weil sie ja selber auch, also wir haben fast 20 Jahre zusammengearbeitet und wir haben dann beide, wir haben beide vorher alleine gearbeitet und haben aber diese alten Arbeiten dann auch in dieser Zeit gar nicht weder gezeigt oder ganz selten gezeigt und nicht weiter verfolgt. Insofern hat sich mir auch jetzt nicht diese Frage gestellt, inwiefern überführe ich das jetzt in irgendein eine Nachlassform, sondern Sabine hatte sogar ein Testament, in dem sie etwa 15 Personen benannt hat, denen sie auch Arbeiten vermacht hat.
Und ich bin damit sehr, sehr großzügig umgegangen. Es hieß da, die bekommen jeweils 2 Arbeiten. Die meisten haben 10 oder 15 mitgenommen, weil ich einfach, mir war das viel wichtiger, dass die dann an den Wänden hängen und atmen können und nicht eingepackt in irgendwelchen Planschränken liegen. Für mich haben sich dann eigentlich, also diese Arbeiten, die alten Arbeiten existieren noch weiterhin und werden aber jetzt eigentlich auch nicht angefragt und auch nicht gezeigt. Dann gibt es sozusagen einfach den zweiten Nachlass, also nämlich unser gemeinsames Werk. Und da war für mich dann eher auch so die große Frage, wie gehe ich damit um? Wir haben einfach ja gemeinsam auch diese künstlerische Sprache erarbeitet über die Jahrzehnte. Und ich habe am Anfang eigentlich immer gesagt, ich werde weiterhin unter Haubitz und Zoche auftreten, weil ich konnte es mir gar nicht anders vorstellen. Ich hatte, das prägt natürlich auch einfach auch sehr, wenn man so lange zusammenarbeitet. Ich hatte gar nicht die Vorstellung, dass ich da als Stefanie Zoche irgendwo etwas an die Wand oder in den Raum stellen könnte. Auch weil ich habe uns empfunden, eben ja wie vielleicht jemand, der ein Modelabel macht oder ein Architekturbüro, dass das diese Sprache ist. Und dann hat sich's aber doch relativ schnell entwickelt, dass ich eine Ausstellung in der Ehresstiftung hatte und einen Einzelkatalog gemacht habe. Und ich habe mich auch einfach sehr in die Arbeit gestürzt und dann plötzlich schon gemerkt, dass das alleine Arbeiten ist einfach was ganz anderes. Es ist sehr viel weniger dialogisch. Es entsteht ja ganz anders. Und dadurch hat sich die Arbeit auch wieder geändert. Also sie ist skulpturaler geworden wieder. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich irgendwann einen Schnitt setzen möchte, dann ist es jetzt, weil ich will vielleicht auch nicht in 10 Jahren irgendwo hinkommen und sagen, hier ist mein Katalog Haubitz und Zoche, ja, Haubitz ist schon seit 8 Jahren nicht mehr da oder so. Und habe dann einfach diese klare Zäsur gesetzt und trete jetzt unter meinem Namen auf. Und dann hat sich natürlich auch die Frage gestellt, wie gehe ich damit um, auch auf der Website. Dann habe ich überlegt, mache ich eine zweite Website, dass die erste sozusagen abgeschlossen ist, dass es Haubitz und Zoche eben in dieser Form nicht mehr weitergeht und es ein Archiv ist, was online zu sehen ist. Habe dann aber beschlossen, weil ich bin in dem gemeinsamen Werk ja auch drin und auch das Neue, was ich mache, kommt da raus. Also es ist ja, es geht ja ineinander über und habe jetzt eine Webseite, die unter Haubitz und Zoche ist und auch unter Stefanie Zoche und wo hinter jeder Arbeit das Kürzel HZ und SZ steht, sodass es halt so ein Archiv ist, was weiter wächst. Danke fürs Erste. Ich habe gleich noch ein paar Nachfragen, aber ich würde gleich gerne einen kleinen Seiteneinschub machen. Frank Michael Zeidler, wir hatten ja gestern hier auch das Thema, wie lange existieren zum Beispiel solche Webseiten? Wenn Künstler als ersten Angang eine Website machen, jetzt unabhängig von größeren Initiativen, dann fragt man sich, wie lange bestehen die? Als persönliches erstes Werkarchiv ist es ja ein guter Zugang. Was gibt es an Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass sie nicht auf einmal irgendwann verschwinden? Ich bin außerordentlich dankbar für diese Frage. Es gab mal eine Initiative in Berlin beim Deutschen Künstlerbund, wurde die vorgestellt. Man solle doch an die Regierung, und das ist wirklich ein ganz kleiner Auftrag, der ist wirklich wahrscheinlich finanziell auch mit minimalem Aufwand zu leisten, dafür sorgen, dass die Webseiten von Künstlern bestehen bleiben und nicht in dem Moment, wo sie sterben, sozusagen dann der Vertrag mit dem Provider irgendwie gelöscht wird, sondern dass das einfach bestehen bleibt. Das hilft unheimlich weiter, sozusagen dann auch einen Nachlass vorzubereiten und in die Zukunft zu tragen. Danke für diesen schönen Einschub, das war sehr interessant. Frau Zoche, an Sie habe ich noch die Nachfrage, jedes Werk wird irgendwann ein Nachlass und insofern muss der Künstler, und das war ja hier auch großes, breites Thema auf dem Symposium, im Grunde schon vom Künstler vorgesichtet werden und sortiert werden. Ich fand es sehr interessant, dass Sie sagten, dass Ihre Partnerin ein Testament hatte, sie ist ja sehr jung verstorben. Haben Sie also diesen Gedanken durchaus immer mitgetragen, tragen Sie ihn weiter, sortieren Sie schon, schmeißen Sie weg, machen Sie ein Werkverzeichnis, außer Website? Ja, ich mache kein Werkverzeichnis, aber die Arbeiten, die wir über Galerien gezeigt haben oder die ich weiter über Galerien zeige, also die Fotoarbeiten, die sind schon eigentlich sortiert wie ein Werkverzeichnis, weil also sobald man mit Auflagenarbeiten zu tun hat, muss man ja einfach immer genau wissen, welche Arbeit wo ist und ob man jetzt als nächstes die Nummer 2 oder 3 verkauft.
Insofern ist ein guter Teil der Arbeiten sehr gut sortiert oder benannt und archiviert. Und diese Arbeiten sind auch bei mir im Lager, da komme ich immer schnell ran und weiß, wo sie sind. Und andere Arbeiten, die jetzt so im öffentlichen Raum sind oder Kunst am Bau, die haben ja wieder so ihren ganz eigenen Ort. Kunst am Bau ist einfach da, wo es ist, und im öffentlichen Raum verschwindet es zum Glück häufig, was ja auch sehr schön ist, dass die temporäre Kunst einem dann nicht die Lagerprobleme bereitet. Also von daher, es ist kein komplettes Werkverzeichnis in dem Sinne, aber es ist relativ übersichtlich und aufgeräumt, und wegschmeißen tue ich eigentlich schon am ehesten während des Arbeitsprozesses. Es kommt eigentlich ganz wenig dann wirklich raus. Es ist nicht so, dass ich dann alle 3 Jahre durchs Atelier durchgehe oder im Lager sortiere, aber während des Machens verschwindet bei mir schon relativ viel, und Sabine hat das auch gemacht. Die hat auch immer, wenn sie mit ihrem Atelier umgezogen ist, woanders hin, immer schon relativ viel gesichtet und weggeworfen. Corinna Thierolf, Sie haben mit den ganz großen Namen zu tun, und Ihr Telefon steht, glaube ich, außerdem auch nicht so still. Wer will da alles in Ihr Haus oder glaubt, in Ihr Haus zu müssen mit seinen Werken? Ja, wir haben sicher den Sammlungsauftrag, die Künstler, die international sich durchsetzen, einerseits von der Region aus, aber dann eben auch aus anderen Ländern kommend und eine große Kunstbewegung manifestieren, verwirklichen, zu sammeln. Wer ins Haus will, ergibt sich häufig aus dem Sammlungskontext, den Künstler ja sehr sensibel wahrnehmen. Wenn man jetzt hier das Münchner Haus nimmt, sieht man, dass das kein enzyklopädisch ganz breit aufgestelltes Haus ist, sondern wie das MoMA zum Beispiel, sondern es ist ein Haus mit einer großen Breite, aber auch einer großen Tiefe. Und so kommt es, dass dann Kirchner große Umfänge von Werken da sind, Beckmann, und das setzt sich natürlich fort mit Josef Beuys, mit Baselitz, mit Rainer, mit Polke und so weiter. Das sind Künstler, die eine bestimmte Logik, das Wort Kanon benutze ich sehr vorsichtig, weil darum geht es nicht. Es ist ein ganz beweglicher, immer wieder vielstimmig angesetzte Zusammensetzung. Und es sind natürlich auch sehr viele Künstler aus der Gegend, die sich auch in diesem Kontext wiederfinden oder die Richtung spannend finden. Wir versuchen, das gleichmäßig zu beantworten, zu helfen, zu stützen. Jetzt kommt es auf die Frage an, die Sie mir stellen möchten. Sie müssen wahrscheinlich öfter Nein als Ja sagen. Ja, man muss sehr gut überlegen. Es gibt im Moment sind es eigentlich fast weniger die Künstler, die tatsächlich kommen, sondern es sind sehr viele Sammlungen. Das kann ich gerade in meinem Bereich sagen, also die etwas ältere Gegenwartskunst, das ist, also im Grunde läuft man schon seit vielen Jahren zusammen mit den Künstlern, mit den Sammlern gegen den Tod an, und jetzt auf einmal ist es soweit. Da kommt also ein riesen Material im Grunde auf das Museum zu, und was wir uns als Museum wünschen, ist dann häufig ein Stoffwechsel, dass also von den jeweiligen einzelnen Künstlern Positionen, Richtungen nicht 100 Werke da sind, sondern ein großes Werk. Und das ist eigentlich der Weg, den wir, egal ob das jetzt Sammler oder Künstler sind, versuchen einzuschlagen und der gar nicht so leicht zu realisieren ist, nämlich wie kann man diese Transformation hin auf was Essentielles, eine essentielle Aussage, eine Kernaussage, die auch platzmäßig und so weiter zu schaffen ist, herauspräparieren, destillieren. Das wissen die Anwälte viel besser, da gibt es verschiedene Verkaufsmöglichkeiten, die eingeschränkt sind, um das steuerlich einigermaßen gut über die Bühne zu bringen.
Man muss das also alles sehr gut prüfen, was letzten Endes heißt, ein Lebenswerk, und das ist ja das, was ein Künstler macht, ist auch eine sehr frühe Auseinandersetzung mit dem, wie man Ordnung schafft in diesem Lebenswerk. Das kann man einerseits mit Unterstützung von öffentlichen Stellen, von vielen Sammlern und so weiter. Das muss auch ganz wesentlich aus einem selbst herauskommen, so wie Sie das eben geschildert haben. Dieses Nachdenken darüber, was möchte ich real hinterlassen. Und da haben wir ja immense Möglichkeiten im Verhältnis zu unseren Vorfahren. Also jetzt im 20., 21. Jahrhundert, das ist ja eine gigantische Masse, die wir produzieren, die auch dasteht. Wollen wir das ästhetisch oder wollen wir da nicht auch so einerseits das Wertvolle, also das Konzentrat bestehen lassen, aber auch ein gewisses Verschwinden erlauben, dass bestimmte Dinge auch verschwinden. Und ich will vielleicht noch einen Punkt hinzufügen. Natürlich haben wir viele Anfragen und so weiter, aber es gibt auch bestimmte Dinge, wo wir gerne etwas tun möchten und es nicht können. Zum Beispiel ist es doch eigentlich eine komische Schräglage, wenn man sich anschaut, die Münchner Staatsgemäldesammlung haben das Max-Beckmann-Archiv. Super, aber ansonsten nichts mehr. Keine weiteren Archive. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei Häusern wie bei uns, wo eben solche Tiefensammlungen, die ein unglaubliches internationales Profil auch entwickeln können oder entwickeln, dass wir da auch diese Kompetenzzentren, die wir tatsächlich sind, was Palermo anbelangt oder von Flavin oder egal wen, dass wir das auch mit der Archivarbeit zeigen können, dass wir da Möglichkeiten personell, räumlich und so weiter zur Verfügung haben. Und das ist etwas, was sicher auch für viele Künstler, jetzt spreche ich von den ganz Großen, wo auch viele Galerien mitspielen und so weiter, aber auch bei Künstlernachlässen oder Vorlässen, es ist, glaube ich, sehr spannend, darüber nachzudenken, kann ich aus meinem Werk eine Arbeitskraft generieren, die, wenn man nicht kontinuierlich mit einer Top-Galerie zusammenarbeiten kann, die dafür sorgt, dass das Werk konstant sich herauspräpariert, destilliert, ein Gefüge entwickelt, dass man gewisse Teile auf den Markt geben kann. Anderes gibt man ganz gezielt in ein bestimmtes Museum. Das Museum macht das in einem solchen Fall ganz gerne, weil die Museen auch wissen, wie wichtig das ist für Künstler und für das kulturelle Verständnis. Aber ein Museum kann nicht leider auch einem Künstler helfen, der sagt, hier, ich habe 2500 Werke, was mache ich damit? Da ist auch ein Museum tatsächlich überfordert. Frau Tirolf, schönen Dank. Sie haben jetzt sehr viele Ebenen angesprochen und ich versuche zu springen und das trotzdem zusammenzuhalten. Wenn Sie nicht mehr mitkommen, dann melden Sie sich bitte sofort. Ich möchte gerne auch die Politik jetzt ein bisschen einbeziehen. Interessant ist ja der Punkt, den Sie nennen, dass die großen Häuser, auch die berühmten Häuser in Deutschland wie Ihr Haus, einiges haben, aber dann eben nichts mehr und auch international ins Hintertreffen geraten, weil die Ausstattung nicht so ist, wie sie sein sollte. Und Sie sagten eben und so weiter und denke ich mal, Sie meinten Geld, nicht? Wir wollen nicht immer nur über Geld sprechen, Herr Piazzolo, wenn wir über politische Unterstützung sprechen, aber wenn wir die Bedeutung des kulturellen Erbes, das hier erhalten werden soll, und zwar nicht nur der ganz großen Namen, sondern möglicherweise auch der kleineren oder auch mal Werke insgesamt. Was können Sie sich vorstellen, da weiter anzuschieben? Für die großen Häuser, aber eben auch für die kleineren, für die regionalen und lokalen? Also zuerst muss ich Sie vielleicht enttäuschen. Man wird auch über Geld reden müssen. Politik ist auch immer, und das erleben wir unweit von hier im Landtag, immer auch die Frage des Geldes und der Verteilung von Geld. Und man muss immer dazu sagen, im Moment leben wir in einer Zeit, wo insbesondere in Bayern auch viel Geld da ist. Und die Erfahrungen, relativ viel, die Erfahrung zeigt leider, dass wenn das Geld weniger wird, der Bereich Kunst und Kultur einer ist, wo man sehr, sehr schnell bereit ist zu kürzen. Nicht wir jetzt, wir beide ganz bestimmt nicht, als kulturpolitische Sprecher. Ein großes Problem, das wollte ich
gleich zu Anfang ansprechen, ist in der bayerischen Kulturpolitik, dass sie völlig staatlich geprägt ist. Das heißt, das, was staatlich ist, wird relativ gut ausgestattet. Angefangen, wenn wir jetzt die großen Projekte in München anschauen, alles staatliche Theater, staatliche Museen. Das, was eher privat ist, kommt 5 Schritte hinterher. Wir haben das jetzt auch mit anderen, das betrifft jetzt nicht nur die Kunst, nicht nur die Malerei, nicht nur die Kunst, sondern das betrifft alle Bereiche. Das betrifft das Theater, das betrifft das Kino, alles. Und das ist etwas, da müssen Sie aber zuerst die Regierung fragen, weil in der Opposition ist das schon anders, wo wir immer versuchen, auch etwas zu verändern. Wir haben immer die Diskussion, dass es dann heißt in der Regierung sehr schnell, wir geben doch ein Beispiel jetzt für das Deutsche Museum 400 Millionen, wir geben für den Konzertsaal 300 Millionen, wir geben für das Gärtnerplatztheater 120 Millionen, dann bleibt kein Geld mehr für den privaten Bereich. Und das halte ich für völlig falsch, weil wenn man hier auch jetzt, und das ist das Thema Nachlässe, darüber reden, da ist in Bayern wahnsinnig viel privat vorhanden. Und da stellt sich die, und da ist es auch, glaube ich, ein staatliches Anliegen, das zu erhalten. Und da geht es darum, Strukturen zu schaffen, darüber werden wir heute, glaube ich, diskutieren, um das möglich zu machen. Aber ich sage Ihnen gleich, und deshalb ist es sehr, sehr schade, aber vielleicht auch sehr typisch, dass kein Regierungsvertreter da ist. Ich sage Ihnen gleich, da ist die große Hürde. Da ist die große Hürde. Da werden wir wahrscheinlich dann dagegen ankämpfen. Wir nehmen das sicher auch, was heute gesprochen wird, dann mit und werden entweder im Wettlauf vielleicht was versuchen zu bewegen oder gemeinsam, das ist vielleicht noch besser, aber das ist immer die große Hürde. Aber um das letzte Satz abzuschließen, das gilt sicherlich für die Künstlernachlässe, das gilt aber auch, was gerade angesprochen worden ist, für die Sammlungen, die es gibt und die vielleicht von den Erben auch nicht immer so gewürdigt werden, wie sie das verdienen. Und dann stellt sich schon die Frage, wie ein Staat, wie der Freistaat Bayern, seinen, und natürlich der Künstler auch, aber sein Erbe sichern kann. Weil ich habe da schon, ich will es nicht, dass unbedingt die Künstler, die hier in Bayern gearbeitet haben und viel auch für das Land bewirken und für uns alle, dass das dann irgendwo verloren geht oder irgendwo abwandert und auch unstrukturiert bleibt, ja, oder dem Zufall überlassen bleibt, wo nachher die Werke irgendwo landen. Danke, Herr Piazzolo, für diese Vorlagen. Sie haben eine schöne Formulierung gebracht, dass der Staat schon ein Interesse daran haben muss, das private Erbe zu erhalten. Und ich nehme das mal in einem doppelten Sinne, zu erhalten, es zu pflegen, aber auch mal zu bekommen. Und wir haben im Verlauf, Frau Zacharias, dieser Tagung hier viel auch über die Eigenverantwortung der Künstler gesprochen. Herr Zeitler hat seinen Impulsvortrag dazu gehalten. Das Vorsortieren hat Frau Thierolf angesprochen. Frau Zocher, eigentlich alle sind sich darüber einig und im Klaren, dass das passieren muss. Dennoch, irgendwann muss die öffentliche Hand eintreten. Und Sie sprachen eben davon, in Bayern ist alles institutionalisiert und das wird dann auch gefördert. Also Institution her in Bayern und dann kann auch die Staatsregierung damit? Nachlassstiftung. Genau, eine bayernweite Kulturstiftung kann da ja nur das Maß der Dinge sein. Ich würde die sofort gründen. Also vielleicht Hannes Hartung, Michael Piazzolo, gründen wir die heute. Ich mache dann die Betriebsratsvorsitzende oder so. Nein, als Sozialdemokratin. Nein, ich habe nur eine kurze Geschichte. Ich war gestern im Karl-Valentin-Museum, weil das stand ja in der Zeitung, es soll ja städtisch werden. Also als die Rettung des Museums übrigens. Das war ja über Jahre, über Jahrzehnte in privater Hand und wird städtisch. Und da hat mir dann die Frau Rinnberger auch erzählt, was ich nicht wusste, dass der Nachlass von Karl Valentin für 7.000 Mark nach Köln gegangen ist, weil damals, als es veräußert wurde, da lebte ich noch nicht in Bayern, ich bin ja keine Ureinwohnerin, aber es ist für 7.000 Mark nach Köln gegangen, weil damals sich München das Geld nicht leisten konnte oder nicht wollte. Das finde ich bemerkenswert, weil sonst wäre heute München die Karl-Valentin-Stadt, ne? So wie Salzburg die Mozart-Stadt ist oder wie auch immer, also sind wir nicht. Das fand ich lustig, für 7.000 Mark ist der Nachlass von Karl Valentin
nach Kölle gegangen. Kölle ist ein guter Ort. Es ist da auch gut nachgearbeitet und aufgearbeitet worden. Es gibt ja auch eine sehr schöne Aufarbeitung wissenschaftlicher Art, aber trotzdem, das ist nicht in München. Das ist schade. Insofern, ich finde, in meiner Wahrnehmung ist es, ich begegne ja auch vielen Künstlerinnen und Künstlern, ich weiß nicht, ob das hier die Zustimmung findet, aber ich habe den Eindruck, dass Künstlervorlass kaum diskutiert wird, sondern eher Künstlernachlässe. Also der große Künstler, die Künstlerin ist gestorben und dann sind die Erben, die Partner, wer auch immer, vor der Situation, oh mein Gott, was machen wir denn mit den vielen wunderbaren Bildern, mit den Kunstwerken, mit den Skulpturen und so weiter. Ich würde mir so wünschen, dass wir viel mehr über Künstlerinnenvorlässe reden, also da den Künstlerinnen auch Angebote bieten, wie man etwas schon mal aufarbeitet, wie man sich von Dingen vielleicht auch trennt, wie man ein Surrogat seines Werkes schafft, damit das auch wirklich für die nächsten Jahrzehnte, bestenfalls Jahrhunderte, archiviert werden kann und übrigens auch ausgestellt werden kann, dass man da eine Struktur schafft. Das könnte eine bayerische Kulturstiftung sein. Die würde ich auf allen Regierungsbezirken anlegen. Die würde ich übrigens gerne regierungsfrei, also je regierungsferner, desto besser, weil ich aus dem Kulturfonds weiß, wie die Staatsregierung und die Sachbearbeiterinnen funktionieren. Das sind eben in der Regel keine Künstlerinnen und Künstler, sondern Sesselpuper und die will ich da nicht haben. Ich würde mir gerne darüber nachdenken wollen, dass wir eine Institution schaffen, die Bayerische Kulturstiftung, die wir pro Regierungsbezirk ansetzen, die wir mit guten Leuten besetzen, wo wir uns im Vorfeld überlegen, nach welchen Qualitätskriterien wir was wie vorbereiten und aber auch zu Lebzeiten die Künstlerinnen und Künstler in die Lage versetzen, durch gute Beratungsstrukturen dem sich auch zu nähern. Das ist ja genauso, ich überlege auch, ich musste eigentlich mal ein Testament machen, wie mein Nachlass geregelt wird, aber das ist ja so ein tabuisiertes Thema und ich glaube, ähnlich ist das auch mit den Kunstwerken. Ich habe jetzt keinen großen Nachlass. Meine Reden im Landtag sind vielleicht nachlasswürdig, aber sicherlich. Aber was ich sagen möchte ist, wir müssen da Strukturen schaffen und ich habe vor 4 Jahren mit Julia Nieder-Rümlin haben wir dazu eine Pressekonferenz gemacht und wir haben den Antrag eingebracht im Bayerischen Landtag, eine Bayerische Kulturstiftung zu gründen, die, Sie ahnen es, an der knappen Mehrheit der CSU ist sie im Landtag gescheitert. Ich halte das für fatal. Wenn der Antrag durchgegangen wäre, hätten wir ja seit 4 Jahren hier eine Struktur, die uns allen, Ihnen vielleicht helfen könnte, so eine Herausforderung zu meistern. Interessanter Punkt, den Sie da angesprochen haben, dass man nicht nur über in so einer Kulturstiftung über Nachlässe, sondern auch über Vorlässe, also das Ganze organischer begleitet, dass wir überhaupt hier die Nachlässe so herausarbeiten müssen, hängt damit, dass das Problem einfach drängt und auf den Nägeln brennt, weil es nicht bearbeitet worden ist. Hannes Hartung, Sie haben ja, das ist ja auch mit Ihr Baby, das Kunsterbe, die Stiftung für Bayern mit aufzusetzen. Sie haben natürlich auch Ihre Kontakte in die Politik, auch Sie sind aus der CSU ja gerade ausgetreten. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so polemisch werden. Es geht ja darum, wie groß ist das Bewusstsein, ein kulturelles Erbe zu erhalten, zu pflegen, es überhaupt als solches mal anzuerkennen? Also ich darf vielleicht eins vorwegschicken. Ich war sogar in der Landesleitung im Think Tank der Partei. Also ich war Landesvorstand für Kultur in Bayern. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, diese ganzen Themen wie Künstlervor- und Nachlässe waren überhaupt nicht auf der Agenda. Also ich hatte viele Frustrationsthemen, die gehen bis Weihnachten, die brauche ich jetzt nicht mehr auszuführen. Jedenfalls, was dieses Thema angeht, ist es leider so, dass innerhalb der CSU da wenig bis gar keine Sensibilität vorhanden ist. Und was ich immer kritisiert habe, ist, dass immer nur die Leuchtturmprojekte nach vorne geschoben werden und dann kommt der übliche Regionalproporz, nicht nur politisch, sondern tatsächlich. Das heißt, es wird dann hin und her geschoben, dass dann vielleicht mal noch eine schöne Sängerhalle in Nürnberg hochgezogen wird, aber im Grunde genommen orientiert man sich immer an den Spitzenhäusern, Spitzenwerken, aber das ist nicht die Realität. So, und um das auch zu sagen, was Isabel Zacharias vorher, finde ich toll, dass ihr das damals beantragt habt. Ich habe das auch mitbekommen. Ich habe damals auch gesagt, das ist doch super. Schön ist ja, schön oder unschön ist ja, dass ich sage es mal so, im Bayerischen Landtag ja häufig so ist, dass gute Ideen aus der Opposition kommen und dann ein Jahr später von der CSU umgesetzt werden. Leider ist es in diesem Fall nicht passiert. Man muss aber, meine Idee der Stiftung Kunsterbe Bayern ist eher noch eine private Idee. Das heißt, ich meine, wir sollten erstmal anfangen, den Druck aufzubauen. Diesen Druck können wir aufbauen, wenn Sie alle hier im Saal und alle weiter
Weiteren diesen Gedanken nach Bayern tragen, dass wir tatsächlich mal nicht eine Stiftung des öffentlichen Rechtes, die kann eine Folge sein, errichten. Die halte ich nicht für realistisch, nachdem einfach die Perzeption in der bayerischen Staatsregierung kaum bis gar nicht vorhanden ist. Wir müssen aber damit anfangen. Das heißt, wir haben leider jetzt häufig schon jetzt auch die Nachlasssituation und nicht nur die Vorlasssituation. Übrigens, das Wort Vorlass, das habe ich zum ersten Mal in dem Programm gehört, finde ich sehr, sehr gut. Also das ist kein juristischer Begriff, aber ich finde ihn fantastisch. Also sollte man tatsächlich, es ist schon ein toller Terminus, den ich zum ersten Mal höre und der aber eine super Abgrenzung zwischen Lebzeiten und Tod ist. Also warum nicht? Also Vorlass, Nachlass, finde ich fantastisch. Auf jeden Fall wäre meine Anregung, Folgendes zu prüfen, ob man nicht eine klassische Stiftung, eine private Stiftung gründet. Und dann ist es schon angeklungen, kann diese Stiftung, also man kann nicht alle Hoffnungen und Desiderate auch in dieser bayerischen Stiftung erfüllen. Das heißt, wir werden auch da natürlich ein Qualitätskriterium reinziehen müssen. Es werden sich hoffentlich so tolle Menschen wie Frau Thierolf oder andere bereit erklären, uns zu helfen sozusagen. Auch es werden dann ja auch Leute kommen und sagen, ich will da rein. Ich will in diese Stiftung rein. Also je mehr Interesse da ist, desto besser für uns. Und desto mehr ist es natürlich dann peinlich auch für die Regierenden, wenn man dann ja auch vor Augen führt, dass es in anderen Bundesländern schon mehr Strukturen gibt. Also ich denke da mal nur an Nordrhein-Westfalen. Also Nordrhein-Westfalen ist da schon viel weiter als wir. Also die CSU schimpft immer sehr gerne über NRW. Ich selber komme aus Baden-Württemberg, ich habe es ja schon gesagt. Also ich glaube, das wäre ein toller Beginn, wenn wir alle gemeinsam auch von Künstlerseite hier eine gemeinsame Stiftung, eine private Stiftung errichten und von der aus dann Step-by-Step aufbauen. Und ich habe es vorher nicht aus Spaß gesagt, es gibt tatsächlich immer wieder wohlhabende Menschen, die gar nicht wissen, was sie mit ihren Millionen machen sollen. Ich habe einen gerade in meiner Mandantschaft, wo ich versuche, dem klarzumachen, das wäre es doch, der hat ein Schloss in der Nähe von Augsburg. Da habe ich gesagt, wunderbar, dann sanieren wir das Ding doch, das Ding hat 70 Säle. Das heißt, wir können 70 Säle bespielen mit 70 Künstlernachlässen. Ja? Also das wäre so der Gedanke. Mal als Beispiel, also was in der Art. Ja? Herr Zeit, ich möchte Herrn Zeidler jetzt mal zwischendurch nochmal wieder ansprechen. Wir haben ja heute Morgen auch gehört, das Beispiel von Sachsen, wo so viel, ich mal, konzeptioneller Druck aufgebaut worden ist, so viel angeboten worden ist, dass die Politik gar nicht mehr Nein sagen konnte. Ist es der eine Angang, dass man auf dieser sachlichen Ebene kommt und sagt, also liebe Leute, bitte, ist alles vorbereitet, ja oder ja? Und das zweite ist natürlich zu schauen, kann man über die Einrichtung, sozusagen vorgreifende Einrichtung von Stiftungen, etwas schaffen, was später in eine öffentliche Institution übergeht? Also ich muss sagen, ich bin nahezu verzückt über das, was von der Seite der Politik hier angeboten wird. Denn wie Sie ja mitbekommen haben, beschäftige ich mich schon seit längerer Zeit mit dem Thema der Nachlässe. Und ich muss sagen, als wir begonnen haben, darüber nachzudenken, Frau Gora-Chain kenne ich auch schon ewig lang, da waren von Politikerseite eigentlich so gut wie gar nichts zu hören. Und da wurde das alles komplett in die private Hand geschoben. Das heißt also, die Kunst entsteht privat und wird auch privat später verhandelt. Ich bin außerordentlich beglückt, ich sage es nochmal, ich wiederhole mich, zu hören, dass hier auch möglicherweise oder ganz sicher ein öffentliches Interesse da ist und dass die Politik zugreifen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zugreifen muss. Das zeigt aber auch, dass die lange Diskussion, die ja nun schon über Jahre hinweg andauert, über dieses Problem der Künstlernachlässe, die Vorlässe können wir erst dann besprechen, wenn die sozusagen die Strukturen geschaffen sind, dass diese langjährige Diskussion tatsächlich Früchte zeigt. In einigen Bundesländern mehr, in einigen Bundesländern weniger. Und ich denke, es ist den Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die das hauptsächlich ehrenamtlich gemacht haben in den Berufsverbänden und natürlich dann auch viele einzelne private Initiativen, dass das so vorangegangen ist, dass das jetzt sich in dem Bewusstsein der Politik irgendwie tatsächlich manifestiert. Ob eine Stiftung, eine private Stiftung sozusagen ein Beginn wäre, ich glaube, das ist müßig, darüber zu diskutieren, denn ich glaube, das, was in Sachsen passiert, ist ein gutes Beispiel, dass die Politik sozusagen reagiert. Ob nun hier in Bayern, ich kenne die bayerische Landespolitik nicht so genau, dass ich das also empfehlen oder nicht empfehlen könnte, aber ich denke, es ist gut zu hören, dass es ein Bedürfnis darstellt, dass man darüber nachdenken muss, wie man das Ganze strukturiert. Und ich bin außerordentlich dankbar,
Und ich bin außerordentlich dankbar, dass auch Sie zum Beispiel gesagt haben, das wäre jetzt noch was gewesen, was ich noch eingefügt hätte, dass man darüber nachdenken muss, tatsächlich auch Beratungsstellen einzurichten. Das große Problem für Künstlernachlässe, egal ob vor oder nach, das spielt keine Rolle, ist das Problem der Beratung. Viele Leute, und Sie sehen das hier, wenn Sie sich am Kaffeetisch mit anderen Leuten zusammensetzen, werden ganz elementare Dinge abgefragt, die nicht bekannt sind. Es wird gefragt, wie viel darf ich vererben, kann ich das übererben? Steuerrechtliche Fragen sind irgendwie interessant. Interessant, darf ich noch eine Sache, du unterbrichst mich, wenn ich das falsch erzähle, aber zum Beispiel ist es so, dass der Künstler einen Betrieb führt und er tatsächlich auch dieser Betrieb vererbt wird. Das heißt, derjenige, der erbt, muss nicht Künstler sein, sondern der führt den Betrieb weiter. Und damit haben Sie natürlich auch umsatzsteuerlich rechtliche Probleme, mit denen Sie umgehen müssen. Und da braucht es schlichtweg eine Beratung, wo die Leute sozusagen hingehen können und sich als im Sinne einer Bürgerberatung Rat holen können. Das geht weit über die Bewahrung von Kulturerbe hinaus. Wir hatten gestern ja hier den Kulturreferenten der Stadt München hier zu Gast, den Herrn Küppers. Und da haben wir diese Fragen auch schon mal angetippt. Es geht ja in einen Bereich, diese Beratung, den man wunderbar in der Verwaltung ansiedeln könnte. Und das fängt in der Kommune an, aber man kann es natürlich auch weiter institutionalisieren. Herr Piazzolo, Sie sind Jurist, Sie kennen sich mit Verwaltung auch aus, jedenfalls mit Organisationen. Ich denke, Sie sind auch ein organisierter Mensch. Was können Sie sich da vorstellen? Und das, wie gesagt, es geht um Steuerrecht, es geht um ganz praktische Fragen, die erstmal mit dem kulturellen Wert dieser einer Sammlung oder eines Erbes nichts zu tun haben. Also Beratung ist ganz wichtig. Wir kriegen das mit. Das Stichwort Kulturfonds ist vorher angedeutet worden. Natürlich kann man jetzt wieder mit alten Künstlerstereotypen anfangen, dass es dem Künstler natürlich hauptsächlich um das eigene Werk natürlich auch geht und der sich jetzt nicht mit Verwaltung und Beratung und diesen ganzen Dingen rumschlägt. Das mag in vielen Fällen richtig sein. Manchmal ist es aber so, dass sie auch sehr professionell auch in diesem Bereich arbeiten. Bei der Beratung ist aber ja auch so gezuckt, es ist immer das staatliche und verwaltungsmäßige, das kann funktionieren. Aber ich zögere immer so ein bisschen, wenn man das jetzt an irgendeinem Landratsamt oder so ansiedelt und dann kommt sehr schnell, man sitzt dort und wartet, bis der Künstler kommt. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich will auch kein Beamtenbashing machen, liegt mir ganz fern. Sondern ich glaube, es müssen schon Menschen sein, die aus der Szene kommen und auch schon dort verankert sind und nicht jetzt die, nicht böse sein, die KVR-Mentalität, ja, wo man einfach da sitzt im KVR und sagt, jetzt kommt der, der den Pass braucht und verlängern muss. Und zieh die Nummer, genau, zieh die Nummer. Und da bin ich aber selbst auch noch nicht schlüssig, wie man es organisieren kann. Aber dass Beratung notwendig ist in diesem Bereich, auf alle Fälle. Das ist, finde ich, sehr schön gesagt. Und das ist ja, wir haben es heute Morgen gehört, in Sachsen auch so, dass der Berufsverband das organisiert, und zwar sehr toll und engagiert. Und dass es dafür dann aber Geld gibt, übrigens beschämend wenig bislang. Das läuft auch mal wieder über Ehrenamt. Ich meinte aber noch etwas anderes. Also wir wollen nicht wieder nur über Geld reden. Der Staat kann ja auch was finanzieren, diese Art. Aber ich will Ihnen, Herr Hartung, jetzt nicht zu nahe treten. Ich sage, die Beratung ist groß und es ist natürlich auch ein großer Markt für Anwälte wie Sie und andere. Der Kunstmarkt lassen wir jetzt mal gerade weg. Das ist auch wieder ein Thema. Kann man sich nicht vorstellen, dass man diese Beratung in der Tat in öffentliche Hände, Aufsicht ist wieder ein blödes Wort, holt, um das im Sinne des kulturellen Erbes, im Sinne der Künstler zu machen? Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Also ich meine, ich bin nur ein einziges Lebewesen, der Tag hat 24 Stunden und der Beratungsbedarf ist immens. Das heißt aber, ich glaube, man müsste dieses Thema tatsächlich in den
Bezirken andocken. Man müsste dann aber auch gucken, dass die Bezirke zusammengeschaltet sind in ganz Bayern. Wir Bayern sind so groß wie Österreich, das dürfen wir bitte nicht vergessen. Wir sind nur nicht sogar größer, das darf man nicht vergessen. Wir sind Gott sei Dank nicht ganz so zu Tode verwaltet, aber schon schlimm genug zu Tode verwaltet. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja selbstverständlich, diese Hilfestellungen, die fehlen ja an allen Ecken und Enden. Das muss man mal einfach mal offen so sagen. Und ich meine, deswegen ist natürlich, wäre es toll, wenn von dem heutigen Tag so ein starker Impuls ausgeht, dass da einfach mal die Erkenntnis wächst, auch hoffentlich durch die Berichterstattung, dass es da ein riesen dringender Handlungsbedarf in Bayern besteht. Diesen dringenden Handlungsbedarf, da können wir nicht nochmal 20 Jahre warten, um loszulegen. Und ich habe das eben mit der Stiftung deswegen auch privat gesagt, weil Frau Zacharias hat ja vorher schon gesagt, sie hat da vor 4 Jahren schon mal so eine Stiftung vorgeschlagen und das wurde abgeschmettert. Deswegen, also ich sage immer so gerne jetzt auch als freier Demokrat, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Also insofern ist es sicher gut, wenn alle, die hier sitzen, sagen, okay, wir schließen uns da zusammen, wir setzen da einen starken Impuls, wir machen da eine schöne Struktur rein, wir machen natürlich auch eine Qualitätsstruktur, eine Ernsthaftigkeit rein und ich meine, dann würde sich der Freistaat Bayern bis auf die Knochen blamieren, wenn da was steht, wenn sie dann immer noch sagen, nee, wir unterstützen das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es muss auch was da sein, es muss ein Konzept da sein, es muss ein Qualitätsversprechen da sein und dann denke ich, kann die Stiftung Kunsterbe ein Erfolg werden. Es gibt ja schon viele Dinge, die vorhanden sind, die angeboten sind. Frau Zacharias, würde mich freuen, wenn Sie dazu gleich was sagen würden. Ich möchte nur kurz noch darauf verweisen, weil mir das Wolfgang Herzer vom Kunstverein Weiden noch mit an die Hand gegeben hat. Es gibt eine Kulturkooperative Oberpfalz, wo schon verschiedene Initiativen gebündelt sind. Die könnte man dann doch in so einem Beratungskonzept öffentlich abgestützt unterstützen, oder? Ja, natürlich. Also ich würde auch sagen, wir müssen das Rad deutlich nicht neu erfinden, sondern wir können einfach gucken, wo es schon gute Strukturen gibt. Und ich bleibe dabei, auch der BBK kann das. Also hier auf Landesebene, der Verband, glaube ich, könnte gut Geld gebrauchen, um sich selber bekannt seid ihr, aber um auch da nochmal aus dem eigenen Wissen heraus das Wissen an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Und, also das fände ich die naheliegendste Lösung. Das zweite ist, es gibt einen Jürgen Enninger hier in München, der Kultur- und Kreativwirtschaft da der Berater ist, der kommt ja selber aus der Kreativszene und auf Landesebene gibt es einen Herrn Kiefer. Also wir haben ja schon so Angesetzte, die sind jetzt in dem Bereich nicht die großen Fachmänner, aber Jürgen Enninger ist ein schlauer Mann. Also die Beratungsstrukturen haben wir ja schon intensiviert auf Münchner Ebene und auch auf bayerischer Ebene. Insofern, das ist ja, man muss das nicht neu denken, aber ich bleibe nochmal dabei. Ich möchte gerne das Fern der konservativen Staatsregierung, das will ich gar nicht meinen. Ich möchte gerne, dass es von den eigenen Leuten die Beratungssystematik vorgehalten wird, dass wir das Qualitätskriterium auch deutlich im Blick nehmen und weil ich höre doch die Argumente der Staatsregierung, Spähnle oder Toni Schmidt, wie die Jungs alle heißen, die ja immer wieder argumentieren, wir haben doch 1300 nicht staatliche Museen, wir sind doch so ein kulturreiches Land und guck doch mal nach Nordrhein-Westfalen und nach Sachsen. Also das Bashing auf die anderen Bundesländer ist ja immens und wir haben doch so eine Breite, wir sind doch ein Kulturstaat, steht sogar in unserer Verfassung. Dieses Lamentieren kann ich überhaupt nicht mehr hören, weil ich sehe, dass bei den zum Beispiel den 1356 nicht staatlichen Museen Perlen dabei sind, zum Niedergehen und richtig schlechte Museen und alle werden in einen Topf geworfen. Was ich damit sagen will ist, es gibt gar kein Konzept vom Minister und auch nicht von der Staatsregierung, wie unsere Kulturlandschaft eigentlich in der Gegenwart und mit der Herausforderung der Digitalisierung in die Zukunft geführt wird. Und als letztes würde ich auch gerne noch mal so was ganz Bizarres sagen wollen, wie vielleicht kann man ja auch Vor- oder Nachlässe muss man gar nicht mehr in Museen präsentieren, vielleicht auch in der Frage der Partizipation, dass man das anders darstellt, nur noch virtuell zum Beispiel, in virtuellen Räumen. Das würde übrigens viel mehr, ich will Ihnen nur sagen, ich weiß als Kulturpolitikerin, dass die meisten unserer Schätze, die Bayerns hat, in den Pinakotheken, die wenigsten Sachen können wir sehen, weil wir gar nicht genug Platz haben. Die meisten Sachen sind im Archiv. Und meine Idee als Volksvertreterin ist, ich möchte eigentlich, dass all unser Gut auch gezeigt werden kann. Also müssen wir schon mal drüber nachdenken, in welcher Form. Das kann auch der virtuelle Raum sein. Ich bin bei Ihnen. Ich finde es am schönsten, wenn ich es so sehen kann.
Aber ich sage Ihnen auch, es sind noch so viele schöne Sachen, die nur in den Kellern schlummern, zum Teil schlecht aufbewahrt werden, um nicht zu sagen, der Verdammnis hingegeben sind, wir sitzen das quasi nur aus, dem Wasser hingegeben sind, den Dunst. Nur mal so als verrückte Idee. Warten Sie noch einen kleinen Moment, ich will ganz kurz noch mal hier weiter diskutieren. Das eine tun, das andere nicht lassen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir haben diese Thematik der virtuellen Zugänglichkeit auch schon angetippt. Das muss man nicht als schlimm und so, sondern darüber können wir sprechen. Aber vielleicht wollen Sie, Frau Zocher, Sie tippen mich gerade seitwärts an. Ja, wir haben ja im Vorgespräch, das fand ich ganz interessant, wir sind draufgekommen. Wir haben Vorgespräche geführt, heimlich. Es tut einem natürlich immer auch weh, wie viel Kunst dann einfach auch zerstört werden muss. Es ist einfach, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Wir produzieren Unmengen und das wissen nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, dass man da einfach auch reduzieren muss. Und dann ergab sich in unserem Gespräch so die Idee, ja, könnte man mit diesen Arbeiten nicht auch irgendetwas machen? Also zum Beispiel, dass man eine Art von Artothek macht, in die Werke gestiftet werden, auch aus Nachlässen. Ich würde da sofort von Sabine auch Werke stiften, die dann, sei es leihweise, zur Verfügung gestellt werden, die zum Beispiel in Schulen gehängt werden, wo man auch einfach sagt, meine Güte, es muss jetzt nicht immer das Nonplusultra an konservatorischen Bedingungen herrschen. Da läuft man vielleicht auch Gefahr, dass mal ein Blatt verschwindet oder so. Aber dann kamen wir auf Hotels. Man könnte auch in Firmen, also ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Dinge ja auch produziert werden, um irgendwo hübsch an der Wand zu sein. Die Hotels haben ihre Kataloge, wo sie den halt irgendwie bestellen. Da denke ich mir, ist es doch besser, dass man Kunstwerke dort ausstellt, die vielleicht nicht von den allerbekanntesten Künstlern sind, aber die dann ja vielleicht auch die Leute, die sich das anschauen, auch wiederum irgendwie auf eine andere Reise mitnehmen. Das finde ich, haben Sie sehr schön gesagt, auf eine andere Reise mitnehmen. Wir hatten im Vorgespräch auch gesprochen über eine, Vorsicht, Zeigefinger, ästhetische Erziehung, ja, durch die einfach eine Umgebung mit schönen und Dingen, mit Kunst. Wenn man sich anschaut, was für eine Unmenge an Dekoartikeln produziert und auch gekauft wird, es besteht offensichtlich ja ein Bedarf, auch in irgendeiner Weise das Heim oder die Umgebung zu verschönern, dann könnte man es auch vielleicht mit anderen Dingen tun. Aber was ich von diesem Gedanken und noch zurückkommen zu Ihnen, Frau Zacharias, interessant fände, die Anforderungen an eine Beratung, an eine Auswahl, an eine Präsentation von kulturellem Erbe im weitesten Sinne, kann ja aus der Gesellschaft kommen, aus der Zivilgesellschaft. Und es muss ja nicht immer der Ruf sein, die Politik muss mal machen. Das heißt, im Grunde können Kunsthistoriker wie Frau Thierolf, Kunstwissenschaftler sagen, wir haben hier eine Truppe, die will sich um dieses Thema kümmern, wir sind mit dabei. Dann kommen die Nächsten, die Juristen, dann kommen vielleicht Steuerleute, die Künstler. Und wir haben ja hier gelernt, Künstler sind immer auch Unternehmer. Dass man das von dieser Seite mal denkt und dass man sagt, okay, alle, die sich interessieren, die das Thema erkannt haben, tun sich jetzt zusammen. Vielleicht Sie beide jetzt dazu, Frau Thierolf, Frau Zacharias. Das ist sehr plausibel und dynamisch gedacht. Ich glaube, man muss wirklich darauf achten, gerade bei dem Thema kulturelles Erbe, das hat ja auch was Schweres, dass man ein leichtes Gefährt baut, was man selbst und auch als Gruppe navigieren kann. Das kann so schnell wahnsinnig schwer werden. Und es ist ja nicht nur unsere Generation, die jetzt als erstes darüber nachdenkt, wie geht man mit dem eigenen Erbe um? Das, was Sie eben angesprochen haben, es gibt so viele andere Wege auch der Ausstattung, wo man natürlich dann jenseits des Marktes liegt, wo man sich dann wieder fragen muss, wie schlägt sich sowas auf den Marktwert nieder und so. Das ist ja alles nicht so ganz einfach, da jeweils zu balancieren. Aber ich möchte mal das Beispiel nennen, hier in München Theodor Werner oder dann in der großen Welt Andy Warhol. Wo aus der Stiftung oder aus dem Nachlass, den ein Künstler hinterlassen hat, erlaubt wird, dass das Werk kontinuierlich verkauft wird, um damit jüngere Künstler zu fördern. Beachtliches, also das ist ein Stoffwechsel, der sichert
zum Beispiel indem man einen Nachlass an eine Institution anbindet, dass eine übersichtliche Anzahl von Hauptwerken erhalten bleibt, aber gleichzeitig eben auch ein Transport, ein Wandel der Ideen passiert. Und ich wollte noch, das ist jetzt was ganz anderes, sagen, wie kann Bayern dafür sorgen, dass das bayerische kulturelle Erbe erhalten bleibt? Das ist alles sehr gut, nur ich glaube, dass Kunst per se einerseits zweifellos eine Strahlkraft hat, die geht dann bis in die Stadt, bis zum Land natürlich, oder sie geht weit darüber hinaus. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass man, auch wenn man eine bayerische Kulturstiftung gründen möchte, beides im Blick hat. Dass man also diese Grenze sehr durchlässig hält, denn das, was Sie eben geschildert haben von den wahnsinnig langweiligen Museen, die dann in einem Schloss, wunderschönes Schloss, aber kein Mensch findet den Weg dahin. Und man sieht, man freut sich, man realisiert das alles, man ist enthusiastisch und dann sind tatsächlich 50 Räume gefüllt und nach 2 Jahren ist es tot. Es ist tot. Das darf ja nicht passieren und das muss man bedenken. Und also das hängt jetzt nun nicht nur an dem regionalen und oder das ganze Land betreffenden, aber dass man diese ganzen Transformationsprozesse ständig mitbedenkt und wirklich zum Ziel hat, eine Perle herzustellen und nicht nur eine Kunstscheune. Ja. Mir wäre doch nochmal, weil Sie mich eben gefragt haben, bei mir sträuben sich so ein bisschen immer meine Nackenhaare, wenn es so ums Ehrenamt geht. Also bei aller Ehre, ich finde, man muss auch von dem, was man macht, auch ein bisschen leben können. Und nicht nur ein bisschen, sondern bis zum 31. eines Monats auch leben können. Also insofern, ich finde, das ist so eine wichtige Aufgabe, unseren künstlerischen Nachlass, unser Kulturerbe auch zu sichten, zu beraten, zu verwalten und all das, was wir jetzt hier so in den Raum gestellt haben. Also das in voller Ehre, bei allem Amt. Ich würde da gerne schon institutionalisierte Stellen sehen wollen, damit das eben auch damit es auch eine vorlaufende Idee gibt. Also schon eine dynamische, man kann das ja also mit der Tanke ein leichtfüßiger, ein Sportboot bleibt, das Sportboot immer mal wieder neu besetzen mit Beiräten oder so Kuratorien. Aber ich finde, die Stammfrau und Mannschaft muss bezahlt werden dafür und zwar institutionell aus dem Freistaat, damit man da auch eine klare, qualitätssichernde, nicht, dass Ehrenamt nicht Qualität bedeutet, aber manchmal, ich weiß es nur aus der Flüchtlingsarbeit, melden sich Leute zum Ehrenamt, die alles gerne dürfen, aber gerade das nicht. Also insofern. Danke für diesen Hinweis, Frau Zacharias. Das hätte ich später noch angesprochen, die Idee, solche Gremien zu bilden, sagen wir sind hier die Truppe X und dann die andere, wir bieten der Politik was an. Das ging um die Idee, etwas aufzusetzen. Das hat heute Morgen Frau Heller aus Sachsen sehr schön beschrieben, dass sie das Schiff sozusagen mal die ersten Planken schon mal herstellen, zusammennageln und dann geht das schon mal los. Das natürlich, und es geht übrigens bei dem Thema bezahlen oder nicht genauso, wenn wir überlegen, was Frau Zoche eben sagte, Kunst in den öffentlichen Raum hineinzubringen, dann bitte nicht auch nur, wir wollen jetzt hier denn alles, was über ist, mal umsonst hier irgendwie aufhängen, sondern auch da kann man sich dann Modelle überlegen. Aber Herr Hartung, Sie hatten dringend gebeten, was sagen zu dem. Ja, ich denke, der gemeinsame Weg ist Private-Public Partnership. Im Prinzip, deswegen hatte ich das ja auch gesagt mit der privaten Stiftung, dass wenn man das schon nicht leider bisher so reell hinbekommt mit der öffentlichen Kulturstiftung in Bayern, ist ein guter Grundimpetus, dass von privater Seite was kommt. Und ich finde, wir haben jetzt wunderbare Schlagworte jetzt gefunden für die Zukunft der nächsten 10 Jahre, eine Agenda. Digitalisierung ist, auch wenn du jetzt gleich hier zu schreien anfängst, Digitalisierung ist fantastisch und Digitalisierung ist mit Sicherheit für viele Nachlässe auch zu diskutieren. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber das ist ganz wichtig für die Dokumentation. Deswegen ist Digitalisierung im Kunstbereich eine Riesenherausforderung, das möchte ich mal festhalten, die wir angehen müssen. Zweiter Punkt, Private-Public Partnership, das heißt, wir müssen halt im Freistaat Bayern, Klammer auf, derzeit der Alleinregierung, Klammer zu, kann sich ja nächstes Jahr ändern, ein bisschen auf die Füße treten und ihr mal zeigen, auch zu was der Private fähig ist und dann im PPP aufsetzen. Und jetzt kam der geniale Vorschlag dieser Zugänglichmachung, das ist der dritte Punkt. Das finde ich genial. Ich finde genial zu sagen,
diese Plattform bestückt und beschifft dann auch öffentliche Gebäude, Schulen, aber auch private Hotels, gibt eine Koordination auch von Leihgaben von vielen Künstlern in vielen Unternehmen. Ich war schon in so vielen kreislichen Unternehmen mit weißen Wänden, die sich freuen würden über sowas. Dieses Angebot gibt es auch bisher so gar nicht. Also es fand ich von Ihnen eine fantastische Idee, diese Zugänglichmachung zum einen im Hotel, aber natürlich auch in vielen anderen Plätzen. Und ich glaube, dann haben wir ein magisches Viereck geschaffen, von dem sich aus arbeiten lässt. Bevölkerung des öffentlichen Raums mit Kunst, aber bitte nicht umsonst. Wobei mit PPP habe ich ein Problem, ne? Das geht auch oft in die Buchse, sag ich mal als Niederrheiner, weil geht's dann irgendwann nämlich wirklich nur noch um Geschäftsinteressen. Das nennt man dann Private-Public Partnership und da ist überhaupt kein Partnership mehr. Also das muss man sehr vorsichtig betrachten und ich würde das nicht so gerne privat nennen, sondern öffentlich im Sinne von Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, die da reinkommt. Ja? Also dann haben wir diesen Geschäftsgedanken raus, wobei nichts gegen Geschäfte, aber jetzt komme ich wieder zurück zu Frau Zoche, weil sie eben den Gedanken so schön formuliert hat. Wollen Sie dazu noch was sagen? Mir wäre es ganz wichtig, dass man, ich wollte noch mal ein bisschen einen Rahmen aufspannen. Ich finde, die ganze Diskussion muss man auch ganz stark vor dem Hintergrund sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Schere in der Kunst immer größer wird. Und das ist für Künstler, ich sag mal jetzt so wie mich, so aus der Mittelschiene, da ist wirklich in den letzten 10 Jahren einfach wahnsinnig viel weggebrochen und dieser Prozess geht einfach weiter. Und, können Sie das nur ein bisschen genauer beschreiben? Also zum Beispiel sind in München in den letzten 5 Jahren ungefähr 10 Galerien pleite gegangen, die sehr engagiert auch sich für Arbeiten für Künstler und Künstlerinnen aus München eingesetzt haben. Wenn man auf die Messen schaut, früher hat unsere Galerie unsere Arbeiten immer mitgenommen und da sind Leute gekommen und die haben einfach die Arbeit gekauft, weil sie sich für die Arbeit interessiert haben. In der Zwischenzeit ist halt schon allein die Entwicklung in den letzten 20 Jahren ist ja geht immer mehr Richtung Investment, dass halt immer mehr nur die Blue Chips gekauft werden. Und es ist, also diese Schere geht halt einfach immer mehr auf. Und da finde ich, hat die öffentliche Hand einfach auch eine wichtige Aufgabe, um sozusagen als Korrektiv da reinzukommen. Und da ist es auch einfach wahnsinnig wichtig, dass man kann eine Zeit ja sozusagen nicht nur verstehen anhand von den einzelnen Leuchttürmen, die in der Landschaft stehen. Man braucht die ganze Landschaft und dazu gehört halt sozusagen auch das, was ich jetzt als Mittelbau bezeichne. Und deswegen ist es halt einfach, finde ich, schon eine irrsinnig wichtige Aufgabe, dass man das jetzt nicht dem Markt überlässt, aber ich glaube, da sind wir uns hier eh alle einig und das hat auch Herr Zeidler ja heute Morgen auch sehr schön gesagt, dass das Interessante an den Nachlässen eben auch das ist, dass man dann wieder über die Qualität von Kunst spricht. Was ist jetzt wirklich qualitativ wichtig? Und ja, also einfach dieser Hintergrund, dieser Hintergedanke über, wo stehen wir überhaupt jetzt im Moment und was macht der Markt mit der Kunst? Das wollte ich einfach nochmal reinbringen als Gedanke. Sehr schön, vielen Dank. Dass der Impuls aus der Bürgergesellschaft kommt, das finde ich persönlich, ist jetzt auch ein Extrakt hier dieser Runde, finde ich sehr, sehr schön. Also nicht immer, da muss von oben was kommen. Dankeschön. Eine kleine Schlussrunde würde ich hier gerne machen. Sie hatten angeregt, wie kann man mehr Interesse für die Kunst in der Gesellschaft wecken? Wollen wir mit der Frage einmal nochmal eine Runde machen? Herr Zeidler. Also ich glaube, wenn Monika Krütters hier sitzen würde, die würde Ihnen vehement widersprechen, denn der Zulauf bei den Museen und bei all den Veranstaltungen, wo Kunst und Künstler sich präsentieren können, der ist immens und auch der Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland ist ein jährlich steigender, was ich wirklich sehr gut finde. Und ich glaube, Ihre Bemerkung dazu, dass niemand mehr dorthin geht in die Ausstellung, die muss ich Ihnen wirklich widerlegen. Ja, lassen Sie mich bitte das weiter. Entschuldigung, Sie haben uns ein Stichwort gegeben, wir wollen das jetzt diskutieren und dann müssen wir jetzt auch damit leben, dass jetzt die Antworten kommen. Also nochmal, es ist, glaube ich, allenthalben bekannt, dass die Besucherzahlen in der Bundesrepublik Deutschland steigen
und dass das Interesse an Kunst schlichtweg auch ein sehr großes ist und dass ein zunehmendes ist, dass es da Auswüchse gibt auf dem Kunstmarkt, die nicht unbedingt, Frau Zorre hat das sehr deutlich gesagt, nicht unbedingt glücklich ist und dass man auch den Mittelbau, so wie sie ihn genannt hat, irgendwie stärken sollte. Das ist keine Frage, aber trotz alledem, der Kunst hat einen hohen gesellschaftlichen Wert. Lassen Sie mich zwei Sachen noch zum Schluss sagen. Ich bin selber Vorstand in der Stiftung Kunstfonds. Das ist eine Stiftung, das sagt der Name. Das ganze Gespräch über das Problem der Stiftung ist im Grunde genommen ein organisatorisches. Das Ganze ist lediglich als Haus zu verstehen, in dem Dinge vorbereitet werden können. Und vor vielen, vielen, ich weiß nicht genau, glaube ich, fast 30 Jahrzehnte, als die Stiftung Kunstfonds gegründet wurde, Da ging das in den Bundestag und dann sagten die Politiker, okay, oh je, die Stiftung Kunstfonds, die ist einzig und allein, und das muss man sich klar machen, einzig und allein von Künstlern organisiert für Künstler. Und dann haben die gesagt, wir können dieser Stiftung kein Geld geben, weil die Künstler sind zu dämlich dazu, die kriegen das nicht hin. Und das, was wir heute haben, ist die Stiftung Kunstfonds, ist ein Vorzeigebeispiel, wie man Kunst verhandeln kann und wie möglicherweise, und deswegen ist es sinnvoll, über so etwas auch hier in Bayern nachzudenken, wie man mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern, ob das der BBK ist oder andere, spielt keine Rolle, es ist Gott sei Dank nicht das Landratsamt, da sind wir uns alle einig, wie man unter so einem Dach eine Beratungssituation einrichten kann, und ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen eine perfekte Beratung machen, weitaus perfekter, als wenn es tatsächlich von der Landesregierung organisiert wäre. Lassen Sie mich aber einen Satz zum Schluss noch sagen. Wir haben heute oder auch gestern über das Problem der Künstlernachlässe gesprochen. Es ist immer wieder das Problem angesprochen worden, dass man über Museen sprechen soll, dass das Problem an Museen herangetragen werden soll und dass die Museen unisono wahrscheinlich antworten, wir haben weder die Kapazitäten räumlich noch personell noch finanziell, dem Problem der Nachlässe nachzugehen. Und es ist ganz wichtig, diese Debatte, die jetzt Gott sei Dank irgendwie in den letzten 10 Jahren zugenommen hat, dahin zu treiben, dass man viel mehr über eine Trennung zwischen Museen und Archiven nachdenkt. Das heißt, dass weitaus mehr Archive eingerichtet werden, so wie wir das in Brauweiler zum Beispiel beispielhaft haben. Es gibt es auch in anderen Städten und ich kann es nur begrüßen, darüber intensiver zu diskutieren und nicht immer die Museen in die Verantwortlichkeit zu nehmen, sondern mehr dafür zu tun, dass Archive gegründet werden, die dann in Folge auch die Arbeit leisten können, nämlich die Bilder, die dort oder die Kunst, die dort gesammelt wird, in eine Öffentlichkeit zu tragen, wie, auf welche Art und Weise, das muss zu diskutieren sein. Danke, Herr Zeidler. Frau Zacharias, die Zs auf der Seite. Genau. Doppel-Z. Mir bleibt eigentlich nur noch mal, das ist meine Motivation, warum ich übrigens in die Politik gegangen bin, in Schulen mehr für kulturelle Bildung zu machen. Wenn wir unseren Kindern und unseren Jugendlichen in Schulen nicht das Gefühl authentisch vermitteln, warum Kunst und Kultur so wunderschön ist und dass sie uns auch etwas wert sein muss, auch in der Bezahlung. Also man kann nicht glauben, dass ein Bild 5 Euro wert ist, oder eine Fotografie kann nicht nur 7 Euro kosten. Dass wir das früh schaffen in Schulen, in Kindergärten, dass kulturelle Bildung den Stellenwert bekommt, den es verdient hat. Wenn das mal erreicht ist, dann gehe ich aus dem Bayerischen Landtag. Das ist mir ganz wichtig. Und dann brauchen wir auch gar nicht mehr darüber debattieren, ob es Beratungsinstitutionen gibt, weil dann ist eine ganz andere Stimmung in einer Gesellschaft, wenn klar ist, Kultur muss uns etwas wert sein. Frau Tirolf. Ja, wir haben Sie haben das eben auch angesprochen, die verschiedenen Institutionen, die es gibt, vorhandene und das Siderata, das klingt alles enorm plausibel, auch diese Zuweisungen, die Sie eben gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, gleichzeitig immer im Blick zu haben, die Durchlässigkeit zwischen der regionalen, dem Kunst, dem Mittelbau, der Spitze, dem Künstlernachlass und dem Museum, auch wenn das separat womöglich betreut werden soll, dass das nicht jeweils so in sich abgeschlossene Territorien sind, die dann auch hermetisch nur noch funktionieren, sondern dass man auch die Kraft des einen für den anderen nutzen kann, da eine große Durchlässigkeit
auch jeweils im Blick zu haben, erscheint mir sehr wichtig. Danke. Wie nennt man das modern atmender Organismus? Ja. Frau Zoche, noch ein Z. Ja, was ich aus dem ganzen Symposium, was ich so zur Hälfte ungefähr mitverfolgt habe, mitnehme, ist zum Beispiel heute Morgen wurde angesprochen, dass jedes Jahr in Deutschland ungefähr 10.000 Kunststudenten die Akademien verlassen. Wir produzieren einfach wahnsinnig viel Kunst und dass ich halt als Künstlerin jetzt einfach auch nur sagen kann, nicht alles, was ich mache, ist so wichtig und ich werde noch mehr, als ich das ohnehin schon tue, versuchen, irgendwann meinem Sohn ein ganz klitzekleines Werk zu, oder zumindest ihm zu sagen, das ist wirklich wichtig und das kristallisiert sich für mich ja jetzt schon heraus. Es gibt einfach zum Beispiel eine Fotoserie, die wird immer wieder, seit 10 Jahren wird die irgendwie immer wieder ausgestellt. Da weiß ich, da ist Bedarf, den muss ich gar nicht kreieren, der ist da. Und da kann ich einfach sagen, das hat seine Berechtigung. Also es wird von außen an mich herangetragen und ich empfinde es selber. Und dann gibt es andere Dinge, die für mich mal ein Schlüsselwerk waren. Und jetzt bin ich gerade dabei, zum Beispiel eine große Arbeit, die für mich wahnsinnig wichtig war, wegzuwerfen. Und da ist einfach nur so mein Fazit aus dem Ganzen, streng mit mir zu sein. Die müssen Sie vielleicht auch nicht wegwerfen, vielleicht findet sich ja doch ein schöner Ort in einem Ort. In dem Fall ist es ganz schwierig. Das ist jetzt weil schwer und groß? Schwer und groß. Es ist ein Auto, was mit Wasser gefüllt ist. Und das war mal eine sehr wichtige Arbeit für mich. Aber da sage ich einfach auch, okay, zu dem Zeitpunkt war die wichtig. Da ging es um Klimawandel. Heute stehen wir bei diesem Thema ganz woanders. Und irgendwann genügt mir das Foto davon. Wasserstoff fällt mir jetzt dazu ein. Spontan. Gut, danke Frau Zoche. Herr Piazzolo? Ja, also ich glaube, Beratung ist ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig. Nur man muss natürlich auch Möglichkeiten haben, wohin man beraten kann. Wenn es keine Räume gibt, wo man und keine Abnehmer in Anführungszeichen, dann nutzt die beste Beratung nichts. Also Beratung ist das eine und da, die würde ich wirklich aufhängen, ganz bewusst, wie gerade auch Herr Zeidler sagte eben, hat es ja vorher zugespitzt, nicht staatlich, sondern hier würde ich höchstens staatlich diejenigen unterstützen, die schon da sind und sich auskennen. Wo ich aber staatliches Geld und Unterstützung viel wichtiger oder hielte, und da geht es auch nicht ohne den Staat, ist eben die Möglichkeiten, ja, die Räume, die es gibt. Vorher wurde darüber geredet, dass in München 10 Galerien zugemacht haben in den letzten Jahren. Sowas sehe ich auch. Das ist genau der Ausgangspunkt, dass diese vielen privaten Initiativen, auch Geschäftsideen zum großen Teil nicht funktionieren. Und da muss der Staat schon nicht nur seine Lieblingskinder und seine Leuchttürme unterstützen, sondern da muss er mehr schaffen, damit, wie Sie auch gerade sagten, diese immer vielfachere und auch in Zahlen anwachsende Kunst den Platz bekommt, den sie gebührt. Dafür ist, liebe Isabel, natürlich wahnsinnig wichtig, das unterstütze ich, in der Schule frühzeitig, eigentlich schon im Kindergarten und später auch, das Gespür dazu zu erwecken, dass man auch den gesellschaftlichen Boden hat. Aber ohne finanzielle Unterstützung wird es da nicht gehen. Wenn wir zusammen sind, würde ich sagen. Und sorgen für die ästhetische Erziehung der Jugend. Frau Hartung, Sie haben das Schlusswort gewonnen. Also ich wollte gar nicht das Schlusswort sprechen, aber ich denke, wir haben heute so viele wichtige Dinge benannt. Das darf mit dem heutigen Tage nicht aufhören. Und deswegen meine Frage an den BBK, ob wir uns in dem nächsten Jahr, in einem Jahr nochmal treffen und dann hoffentlich schon auch Strukturen vorgeschlagen werden, die natürlich dann auch in die politischen Kanäle gehen, dass es weitergeht. Und ich glaube, unser Tenor ist doch, Kunst hat einen verdammt guten Mittelstand und die Mittelstand hat Qualität. Lassen Sie uns die Qualität in die Zukunft führen. Danke. Danke an diese schöne, gute Runde und an Sie, an dieses gute, schöne Publikum. Ich hoffe, was in den 2 Tagen diskutiert worden ist, war sehr im Sinne von Klaus Gaffron, der es organisiert hat. Er hat tolle Leute eingeladen, muss ich sagen. Sie haben es toll organisiert. Herr Schikora, Sie möchten sich ja verabschieden. Darf ich Ihnen das Mikrofon reichen? Dankeschön von mir.
Ja, die Veranstaltung ist ja jetzt zu Ende und wir haben ja viele bedeutsame Beiträge gehört, die es doch uns möglich gemacht haben, ein Stück Aufklärung mitzunehmen über den Status oder den Stand der Künstlerschaft in Bezug auf die Nachlässe und die komplexen Probleme, die damit verbunden sind. Und jetzt ein Resümee zu ziehen, ist noch nicht möglich, aber wir haben eine Publikation vor, die diese ganze Veranstaltung dokumentiert. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, weil die Erschöpfung ist ja schon groß, mich zu verabschieden und Ihnen vielmals zu danken für die Beiträge. Und ich danke auch Frau Ruchlinski für die Organisation der Veranstaltung und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.